So, hallo YouTube. Ja, was gibt's Neues nach Altenbusig? Oder wie war's da so? So wie bei jedem Messersammlertreffen oder Messerbörse, ob das Schafheim ist oder Altenbusig, es war einfach beeindruckend. Das richtige Wort ist da immer Reizüberflutung. Was einen da, das erschlägt einen richtig als Messerfan, wenn man da dort ist. Und was dazu kommt, ist noch, dass man jedes Jahr, wenn man hingeht, egal wohin, immer so die gleichen Leute trifft. Also man sieht immer so die gleichen Gesichter und alle ticken genauso oder wenigstens ähnlich wie man selbst. Ja, das ist praktisch der Tag. Und wenn man von früh um 9 bis Nachmittag um 16 Uhr, also ungefähr 7 Stunden, da dort ist, dann ist es Schwerstarbeit, kann man schon sagen. Wenn man dabei auch noch Filmchen dreht und fotografiert, sich die Messer anschaut, sich mit Messermachern und Händlern unterhält, sich mit den anderen Leuten unterhält, dann ist es echt anstrengend. Ist alles perfekt abgelaufen gestern. Ich habe den Wecker auf 6 Uhr gestellt. Bin um 7 Uhr losgefahren. Meine Messerkoffer sind schnell im Auto verstaut. Das dauert nur ein paar Minuten. Und die Anfahrt war total entspannt. Also ich bin ja eben 2 Stunden vor Beginn bin ich losgefahren. Wer schon mal Sonntag früh um 7 Uhr auf der Autobahn war, auch wenn es die A7 ist, da kann man praktisch durchfahren und man sieht minutenlang teilweise kein Auto. Ja. Ich war dann auch schon eine halbe Stunde, bevor es losgegangen ist, also um 8:30 Uhr ungefähr, dort in dem Gewerbegebiet, wo die Messe stattfindet. Ich war dann nicht der Erste. Da waren schon viele andere, die im Auto noch gesessen waren und einfach gewartet haben, die halbe Stunde, bis es losgeht. Und so ein paar Minuten vor 9 bin ich dann runter zum Gebäude gelaufen. Ich habe einen relativ guten Parkplatz gehabt diesmal, im Gegensatz zu letztes Jahr. Und da muss man natürlich auch nochmal anstehen und da ist dann ein riesen Haufen Menschen vorm Gebäude, die natürlich alle rein wollen. Da gibt es aber 2 Kassen, läuft schon relativ zügig ab, das Ganze. Und dann am Anfang ist es auch nochmal schön, wenn man wirklich schon um 9 Uhr reingeht, weil dann sind doch relativ wenig da. Da kommen natürlich dann welche um 10 Uhr noch oder um 11 oder so, ist klar. Und da um 9 hat man noch richtig Platz. Normalerweise hätte ich da schon filmen müssen, weil da einfach alles, da ist ja noch alles da. Es ist noch nicht so viel verkauft und es ist weniger los, aber man filmt da einfach nicht. Wenn man da reingeht, man filmt nicht, man schaut erstmal. Ich habe ja diesmal das Glück gehabt, dass ich genug Bargeld dabei gehabt habe und ich habe auch schon mir ein paar Sachen überlegt, was so in Frage kommt, was ich mal kaufe. Und ja, wenn man genug Geld dabei hat, umso größer ist natürlich die Auswahl, ist klar. Umso schwieriger wird es. Das ist das größte Problem eigentlich an den Tagen immer, ist die Qual der Wahl bei der Menge, was man da geboten bekommt. Und ich bin da keiner, der in den ersten 5 Minuten einkauft, wie es andere gemacht haben, sondern ich lasse erst mal ein paar Stunden vergehen und rede mir ein, mir läuft schon nichts davon. Ja. Und so war es dann auch. Ich habe gut eingekauft und passt alles. Ja, man trifft viele Leute. Ich habe mich auch mit Leuten verabredet. Leider hat ein Treffen nicht geklappt. Das war der Thomas B. Den Thomas, wenn du zuschaust, tut mir leid. Ich habe dich nirgends gesehen. Ich war mit dem Christian von Wix Spider unterwegs. Der hat mir gesagt, er hat dich irgendwo mal kurz getroffen. Aber wie gesagt, unser Kontakt ist nicht zusammen. Also wir sind nicht zusammengekommen. Der Christian von Wix Spider. Der war neben mir gestanden, direkt neben mir. Und ich habe ihn nicht gleich erkannt, weil er war auch so vertieft. Wir haben uns da so die Darmkugelschreiber und modifizierte Typos angeschaut. Und er war neben mir gestanden, aber ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Und dann am nächsten Stand, da habe ich leider keine Visitenkarte mitgenommen. Das war beeindruckend. Das war so ein deutscher Messermacher. Und bei den richtig alteingesessenen deutschen Messermacher, da ist es am besten, also das heißt, am besten ist es nicht, aber es macht fast keinen Sinn, stehen zu bleiben, weil wenn es vierstellig wird, dann kann man sich die Messer zwar mal anschauen, wenn man darf,
aber man kauft es ja dann sowieso nicht. Ich bin ja bei dem stehen geblieben. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ist echt schade, aber in dem Film, den ich gedreht habe, gestern hochgeladen habe, da sieht man den Stand auch mal kurz. Und da habe ich den dann einfach doch mal gefragt, was denn so ein Klappmesserchen jetzt da kosten würde. Und das, was ich mir ausgesucht habe, war von der Optik her eigentlich so mein Beuteschema, also nicht zu viel Naturmaterial und nicht zu edel eben, kein Damast und solche Sachen. Sagte mir 300 Euro. Das war weit unter meinem Budget, muss ich sagen. Ich hatte schon mehr dabei. Und da bin ich dann doch neugierig geworden, was er da noch so hat. Und das war alles echt interessant. Das einzige Problem war bei dem wirklich, die Messer hatten alle keine Einhandbedienung und hatten alle keinen Clip. Aber sonst wäre es echt interessant gewesen. Wir haben uns noch eine Weile unterhalten. Dann praktisch bei dem Stand hat mich der Christian dann auch angesprochen. Und da waren wir eine Weile gestanden. Es war echt interessant, immer zuzuhören und so. Ja, gut. Aber zum Kauf ist es dann doch nicht gekommen. Wie es halt so ist. Es gibt halt noch jede Menge andere. Ja, ich war dann immer mit verschiedenen Leuten unterwegs. Da waren wir auch mal. Da ist es dann auch zum Kauf gekommen, aber nicht von mir. Da können wir mal vorbeischauen. Ganz junger Mann. Ich glaube, 27 war der, hat er gesagt. Hat noch jünger ausgeschaut und sagt, er hat schon seit seinem 14. Lebensjahr macht er da schon mit Messer rum. Beeindruckend. Der Nachwuchs ist immer beeindruckend, weil das ist nicht so altbacken und so festgesessen und so. Die sind innovativ, die Leute. Der ist auch war ein intelligenter Kerl und auch von der Ausbildung her und so. Der hat echt drauf gehabt, so. Auch die ganze Metallkunde und die ganzen Sachen. Ja, feststehende Messer macht er vom Design, von der Verarbeitung vom Feinsten. Aber allerdings auch zwar angemessen, aber nicht ganz preiswert war es nicht so. Ich glaube, so um die 300 Euro konnte man oft schon hinlegen für so ein Teil. Aber wenn man die in der Hand hat und gesehen hat, war es gerechtfertigt. Ja, könnt ihr mal reinschauen. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich habe die Karte hier mal mitgenommen. Ja, was war noch? Was habe ich den ganzen Tag noch gemacht, außer dass ich mir schicke Klappmesserchen ausgesucht habe? Der Christoph, der Schnorris 58, hat mir vor einigen Wochen oder Monaten die beiden Griffschalen zugeschickt und ich habe ihm zugesagt, er soll sich gedulden, wenn ich nach Altenbuße komme. Da gibt es Klingenrohlinge ohne Ende. Und da würde ich mir gerne eins aussuchen. Und dann habe ich auch in Richtung Weihnachten dann jetzt vielleicht ein bisschen Zeit. Und da mache ich dann ein Messer mit den Griffschalen. So. Jeder, wo gestern in Altenbußig war, wird mir das bestätigen. Es gibt zwar Klingenrohlinge ohne Ende, aber es sind alles Steckangelklingen. Zu 98%, sage ich mal. Also wenn man die Masse sieht. Alles, was Full Tang ist, die Bar, die es gibt, das Billigste, das ich gefunden habe, war für so ein Klingenrohling 100 Euro. Und man kann auch gern 300 Euro nur für den blanken Rohling hinlegen, weil es ist auch immer Damast und es ist immer made in Germany. Und so viel wollte ich nicht ausgeben. Ich war schon wirklich verzweifelt und kurz bevor wir gegangen sind, um 16 Uhr, hätte ich noch fast zugeschlagen bei dem einen, der eben da nur 100 Euro für den Klingenrohling wollte. Aber ich habe es dann einfach bleiben lassen und habe mir gesagt, ich schaue einfach mal jetzt doch im Internet, ob ich was finde, vielleicht bei Diktum oder irgendwo anders. Und dann hole ich das nach. Jetzt nur so ein Hinweis an dich, Christoph, wenn du zusiehst, ist leider nichts geworden. Hätte ich nicht gedacht, weil ich weiß, dass da immer so viele Sachen gibt. Ja, und hat sich gestern nicht ergeben. Okay. Ja, jede Menge Leute waren da. Der Andi, dann natürlich. Richie und Flo, war natürlich interessant, dass die gekommen sind. Sind ein bisschen später gekommen, aber wie wir sie dann gesehen haben, haben wir uns gleich dazu gesellt und waren dann auch öfters im Bistro gesessen, eine Zeit lang. Das habe ich früher nie gemacht. Diesmal war es echt gut und ich habe diesmal auch ausnahmsweise mal Messer mit in die Börse reingenommen, im Rucksack, nur so 4, 5 Stück. Und die anderen habe ich alle im Auto gelassen, weil da im Bistro ist es halt immer so, ja, das gemütliche Zusammensitzen, man kann mal einen Kaffee trinken und kann mal Bafo sein Messer und so zeigen. Ich habe natürlich auch welche dabei gehabt, die die meisten Leute noch nicht in der Hand hatten. Das bietet sich da ja an. Und ja, da waren dann auch der Richie und der Flo auch dabei und die hatten auch Sachen dabei, wo man sich mal anschauen konnte.
Und das war auch wirklich interessant. Und natürlich auch die Gespräche mit anderen Leuten. Bei mir ist manchmal das Problem, ich bin da ja, vielleicht ein bisschen zu verschlossen teilweise oder auch kommt vielleicht ein bisschen unfreundlicher rüber. Ich bin halt so in meiner Art. Ich spreche viele Leute gar nicht so direkt an oder besser gesagt, ich finde gar nicht heraus, wer das überhaupt ist, weil es sind halt immer irgendwelche Namen, die man vielleicht sogar öfters mal liest in irgendwelchen Portalen oder in sozialen Netzwerken, wo man halt sich so rumtreibt. Und wenn man sie dann dort trifft, dann spricht man zwar ewig mit denen eine halbe Stunde, aber man weiß gar nicht, wer es war im Endeffekt. Andere fragen da vielleicht mal nach, aber ich bin da halt irgendwie so, ich vergesse das. Bei mir stehen die Messer immer im Vordergrund irgendwie. Ja, gut. Ist leider so. Ja, ja, was habe ich mir jetzt gekauft? Ich konnte mir durch mein Budget, das ich da dabei gehabt habe, zwei Messer kaufen. Und zwar das hier. Ich mach mal ein bisschen Platz. Das habe ich mir schon länger mal ausgesucht. Ich habe die ganze Zeit so nebeneinander gelegt, dass man mal sieht. Moment, ich nehme es mal in die Hand. Ja, also ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Schlicht, sehr schlicht, das Ganze. Hier noch ein bisschen mehr Kastenform, aber so insgesamt in der Erscheinung perfekter Bokeh-Clip hier auch und halt das mit dem Verschluss hier funktioniert übrigens sehr gut. Wer Interesse an dem Messer hat, braucht er keine Sorgen zu haben, dass es irgendwie fummelig ist. Das geht ganz gut. Drückt einfach nach der Seite, man sieht es fast gar nicht, aber läuft und man kann das Messer auch einhändig wieder schließen. Gibt natürlich Messer, die leichter gehen, aber es geht, wie man sieht. Ja, das ist das Brodech Magic. War schon angekündigt, dass man sich das mal anschauen kann. Den Kauf habe ich mir natürlich offen gelassen, aber ich bin froh, dass ich es bekommen habe. Ja, das war das eine. Und das andere ist Shcherbakov Dukan. Das konnte ich mir auch noch kaufen. Vielen Dank nochmal, Richie, dass du das möglich gemacht hast. Das ist ein Traum, muss man sagen. Es ist jetzt ein bisschen blöd hier in der Küche mit dem Licht. Ich habe wieder so Flutlichter an der Decke angemacht, extra Scheinwerfer noch aufgehängt und bin an der Südseite an einem großen Fenster, aber trotzdem ist das Licht nicht so wie am Tag. Ich habe mich für die Version, es gibt ja viele Versionen vom Dukan, für die Version hier entschieden. Die ist praktisch plain, wie man sagt. Die Schrauben sind so Bronzefarben. Das sieht alles sehr edel aus. Und wenn man sieht hier, der Clip, der schmiegt sich so perfekt in das Messer ein. Ich bin ja jetzt keiner, der da viel Wert drauf legt, auf die 3D-Pocket-Clips, aber der funktioniert auch. Ich habe es heute früh schon eingesteckt. In der Jeans funktioniert es sehr gut. Und ja, der ganze Klingenklang, die Action ist alles wirklich perfekt. Also, wer da Interesse hat an so einem Dukan oder überhaupt an eins von dem Alexander Messer, der kann sich das beruhigt kaufen. Ich hatte auch viele andere in der Hand, da in dem Bistro, und da die waren alle perfekt. Also, es sind alle sehr gut gelaufen. Ja, da hat auch viele mit so Holz und mit Carboneinlagen gegeben, alles Mögliche. Aber mir hat die Version am besten gefallen, auch von der Farbe, von dem Titan. Und auch wenn ich kein ausgesprochener Damast-Fan bin, dieser Damast hier, den man hier sieht, der ist so dezent und glatt, also nicht tief geätzt. Also mit dem habe ich überhaupt kein Problem. Der ist optisch wirklich sehr schön. Und das war für mich dann der perfekte Kauf. Läuft wirklich, also ob man es aufschnippt oder hier so ganz normal öffnet. Das ist ein wahnsinnig guter Klingengang. Also wirklich ohne irgendeinen Mängel. Auch die ganze Handlage, die Größe von dem Messer ist wirklich gut. Ja, ist natürlich so ein Modell, das hat man schon mal gesehen im Internet, aber ja, wie es halt immer so ist, so blind kaufen und dann kommt es an und dann ist eine Enttäuschung da.
Ist immer gefährlich, gerade bei solchen Sachen, die noch relativ neu sind, wo man nicht kennt. Muss man sagen, hat sich nicht bestätigt. War auch nie meine Befürchtung, muss ich sagen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Es gibt manchmal Sachen, die möchte man einfach nicht blind kaufen, irgendwo bestellen, vielleicht noch in Amerika oder in Russland oder so, und dann kommt irgendwas, was einem überhaupt nicht gefällt. Aber hier, also wirklich traumhaft. Okay. Nehmen wir mal die Messer übereinander. Das Brotech, der Größe nach. Dann hier natürlich was ganz anderes. Das ist ja auch nur ein Beispielmesser. Das hat mit alten Busek nichts zu tun. Das war nur ein Beispiel, weil ich die beiden mal hier vergleichen wollte. Und legen wir das nochmal dazu. Dann sage ich mal, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.